Hallo bei Star Fox und herzlich willkommen zur Bücherbox. Heute geht es um den Roman Der Schatten des Folterers von Gene Wolfe. Hier in einer deutschen Taschenbuchausgabe und in der englischen Original-Hardcover-Ausgabe von 1980. Der Schatten des Folterers, also in Englisch The Shadow of the Torturer, ist ein Science-Fantasy-Roman, also ein Roman, der Elemente der Science Fiction und der Fantasy verbindet. Er spielt in einer fernen Zukunft der Menschheit, gewissermaßen in einem Dying Earth-Szenario, wie aus Jack Vance Roman Die sterbende Erde, in der fernen Zukunft, in der die Sonne kleiner und rot geworden ist und bei Tag der Himmel so dunkel ist, dass man sogar die Sterne sieht. Es gab viele Hochkulturen, Hochzivilisationen, inzwischen vergessene, hochentwickelte Technologien, wohl auch Weltraumfahrt und ähnliches, das sieht man dann im Verlauf des Romans, in dem sich die Welt immer weiter erschließt. Denn es handelt sich um eine Ich-Erzählung der Hauptfigur. Der Protagonist ist Severian, im Englischen Severian. Severian ist zu Beginn ein Lehrling der Folterer. Es gibt dort die Gilde der Folterer in einer großen Stadt namens Nessus und die leben in einem bestimmten Turm und Waisenkinder, vor allem auch Kinder von Folteropfern werden dann dort aufgezogen, nur männliche Kinder werden dann zu Folterern gemacht. Und Severian erzählt eben seine ganze Lebensgeschichte. Man sieht schon sehr früh in seiner Erzählung, dass er später zu einer sehr mächtigen politischen Figur aufsteigen wird, als Autark oder im Englischen Autark. Der Autark ist ein sehr mächtiger Herrscher eines großen Bereiches. Es wird nicht so ganz genau deutlich, was er beherrscht. Ein großes Land, vielleicht einen ganzen Kontinent oder teilweise in der Geschichte sogar die ganze Welt oder bis hin zu galaktischen Imperien. Zu dieser Zeit ist der Autark jedenfalls ein sehr hoher Herrscher, eine Art Alleinherrscher, absolutistischer Herrscher, so wie ein Imperator. Und Severian schreibt nun im Rückblick seine Lebensgeschichte. Es beginnt aber in seiner Kindheit. Er ist eben ein Lehrling der Folterknechte und zu Beginn erzählt er, dass er sich mit einigen Freunden da auf einem Friedhof befindet. Und da haben dann Rebellen ein Grab ausgeraubt. Vodalus ist der bekannte Anführer dieser Rebellen. Und Severian und seine Freunde treffen zufällig auf Vodalus und seine Leute, die da ein Grab ausplündern. Und spontan hilft er Vodalus und den Rebellen gegen Wächter, die da ankommen. Und die Wächter werden dann getötet. Und Severian bekommt zur Belohnung von Vodalus dann eine Münze zugeworfen. Und er fühlt sich nun heimlich eigentlich als Angehöriger dieser Rebellion. Setzt aber seine Ausbildung bei den Folterern fort. Einige Zeit später ist Severian etwas älter, wird zu einem Captain der Folterlehrlinge. Und dann lernt er eine wichtige Gefangene dort kennen. Er soll einen Auftrag ausführen, einige Bücher aus der Bibliothek mitbringen, die abholen und da mitbringen, und zwar für eine bestimmte Gefangene namens Thekla. Die gehört einem gewissen Adelsstand an. Die Exaltans, das sind Adelige, die normalerweise deutlich größer sind als die anderen Menschen oder Untertanen in dieser Zeit. Und Thekla ist da gefangen. Und zwar wird sie dort als Pfand gehalten, weil ihre Schwester Thea die Geliebte des Rebellen Vodalus ist. Sie weiß ansonsten nicht genau, warum sie da ist oder was mit ihr passiert. Es geht wohl darum, dass ihre Schwester Thea die Geliebte des Vodalus ist und sie deshalb dort gefangen gehalten wird, um Vodalus und ihre Schwester unter Druck zu setzen. Ein Buch, das Severian Thekla mitgebracht hat, das sie verlangt hat, heißt The Wonders of Earth and Sky, sozusagen die Wunder der Erde und des Himmels. Aber Earth wird hier anders geschrieben, also URTH. Es wird ja gleich ausgesprochen im Englischen. Earth. Im Deutschen würde man vielleicht sagen Urth, anders als Erde. Und das ist ein Buch, in dem viele Legenden vorkommen, das im weiteren Verlauf nur noch das braune Buch genannt wird. Und innerhalb des Romans, beziehungsweise der Romanreihe, werden dann auch immer wieder einzelne Geschichten aus diesem Buch selbst vorgelesen und zeigen sozusagen mehr über diese Welt und über die Mythologie und die Legenden, die es in dieser Welt gibt. Nun verliebt Severian sich schließlich in Thekla
Und es kommt dazu, dass sie nun gefoltert werden soll mit einem bestimmten Folterinstrument. Das heißt, der Revolutionär, the Revolutionary, wenn dieses Instrument angewendet wird, ist es so, dass das Folteropfer nach und nach sich gegen sich selbst wendet. Also selbst versucht, sich zu verletzen, ja, bis es dann irgendwann sterben wird. Aber das ist eben sehr grausam. Und deshalb gibt Severian Thekla einen Dolch, damit sie Selbstmord begehen kann, um sich vor dieser schrecklichen Folter, die auch zum Tode führen würde, praktisch zu erlösen. Das ist natürlich verboten gewesen für ihn als Folterer. Und deshalb wird er aus der Gilde der Folterer verbannt. Es steht erst zur Debatte, ob er nun getötet wird, auch vielleicht gefoltert wird, gefangen gehalten wird oder hingerichtet wird, was man eher erwarten könnte. Aber aus verschiedenen Gründen kommt es dazu, dass er verbannt wird und dann zu einem der Meister der Folterer kommt. Und der gibt ihm dann noch einiges mit auf den Weg. Also er wird gewissermaßen dazu verurteilt, nun in eine andere Stadt zu wandern und dort aber dann auch als Liktor, also sozusagen als Folterknecht und Henker dort zu arbeiten. Er bekommt dann das Schwert Terminus Est und dann soll er aufbrechen und verlässt eigentlich zum ersten Mal in seinem Leben diesen Bereich des Turms, in dem die Folterer leben, und kommt in den größeren Bereich der großen Stadt Nessus. Severian wird also verbannt und verlässt die Gilde der Folterer. In Nessus gelangt er nach einiger Zeit in einen Laden, in dem auch Kostüme verkauft werden. Dort trifft er auf, ja, den Verkäufer, Agilus. Der möchte ihm das Schwert Terminus Est abkaufen, weil das ein sehr wertvolles Schwert ist. Aber das möchte er nicht verkaufen. Und kurz darauf kommt ein maskierter Soldat in den Laden und überbringt ihm eine Nachricht, dass er zu einem Duell herausgefordert wurde. Er weiß gar nicht genau, warum. Es hat vielleicht noch mit seiner Tat bei den Folterern zu tun. Aber er soll zu einer bestimmten Zeit auf einem Feld erscheinen und dort ein Duell durchführen. Er lernt dann noch die Schwester dieses Ladenbesitzers oder Verkäufers kennen, Agia. Und die will mit ihm gemeinsam dann eine Averne holen aus dem botanischen Garten. Das ist halt eine Pflanze, die aber wie ein Schwert oder wie eine Waffe in diesem Duell eingesetzt werden soll. Damit soll er also später ein Duell ausfechten. Zur Übernachtung begibt Severian sich in ein Gasthaus, in ein Hotel und kommt dort in ein Zimmer, in dem er mit anderen Gästen zusammenleben muss, weil da eben nicht mehr genug Zimmer frei waren. Und dort trifft er auf zwei weitere wichtige Figuren. Das sind Bald Anders, the Giant, also Bald Anders, ein Riese, also ein sehr großer Mensch, der auch als Riese bezeichnet werden kann, und seinen Begleiter Dr. Talos. Die wollen ein Theaterstück aufführen und Dr. Talos hat das geschrieben nach einem alten, bekannten Buch oder einer großen Legende, die das Buch der neuen Sonne heißt, The Book of the New Sun. Severian will da aber nicht dran mitwirken, sondern ja, sie trennen sich dann erstmal wieder, werden später aber wieder aufeinandertreffen, wie man noch sehen wird. Dann geht es erstmal mit Agia gemeinsam in den botanischen Garten, wo eben diese Averne als ja, seltsame Waffe geholt werden soll. Dieser botanische Garten ist sehr seltsam. Also aus Science-Fiction-Sicht könnte man verschiedene Überlegungen anstellen, was dieser botanische Garten eigentlich ist. Denn dort gibt es verschiedene Teilgärten, so den Sandgarten, den Dschungelgarten und einen Lake of Birds, also einen See der Vögel, einen Teich der Vögel. Und dort geschehen einige seltsame Dinge, so dass man aus wissenschaftlicher oder Science-Fiction-Sicht vielleicht überlegen könnte, dass dort bestimmte Technologien eingesetzt wurden, die die meisten Bewohner dieser Welt, in der es ja eher dann so antik oder mittelalterlich zugeht, nicht mehr genau verstehen oder kennen. So etwas wie vielleicht Zeitreise oder Teleportation oder virtuelle Welten und ähnliches. Das ist etwas mysteriös. Jedenfalls begegnet Severian da noch einigen anderen Figuren. Er verliert aus Versehen das Schwert Terminus Est, das fällt ihm in diesen See und dann springt er da rein und taucht danach und dann von unten aus dem Wasser ergreift ihn eine Hand, also er droht schon zu ertrinken und dann zieht eine junge Frau ihn hoch wieder aus dem Wasser heraus und das ist Dorcas. Es stellt sich heraus, dass dieser See auch eine Art Friedhof ist, in dem Menschen einfach ja, sozusagen begraben werden. Die Leichen werden da einfach reingeworfen, aber der hat offenbar eine gewisse Qualität,
dass die Leichen da konserviert werden und erhalten bleiben. Und diese junge Frau ist wohl schon vor langer Zeit dort hineingeworfen worden. Nun lebt sie aber noch oder lebt wieder, wie auch immer. Das wird an der Stelle noch nicht genau erklärt. Und diese junge Dorcas begleitet Severian dann auch erstmal weiter. Gemeinsam mit Agia und Dorcas verlässt Severian also wieder den botanischen Garten. Sie kehren noch in ein Wirtshaus ein und es passieren noch einige andere interessante Dinge. Aber schließlich kommt es zu diesem Duell, zu dem Severian sich auch begibt, obwohl er gar nicht genau weiß, worum es da geht. Und sie haben ihm diese Averne aus dem botanischen Garten mitgebracht. Das ist eventuell eine außerirdische Pflanze, so die ganz scharf ist und ganz gefährlich. Damit kann man eben kämpfen. Aber es ist selbst für den, der die Pflanze selbst trägt, auch gefährlich, dass sie einen auch angreifen oder verletzen könnte. Es kommt dann eben zu diesem im großen Duell. Und zunächst wird Severian besiegt und scheint getötet worden zu sein. Er liegt auf dem Boden, aber dann ist er doch wieder am Leben oder wird auf mysteriöse Weise wieder auferweckt. Severians Gegner gerät nun in Panik und bei seiner Flucht tötet er viele von den Zuschauern mit seiner Averne, als er dort weglaufen will, und wird gefangen genommen. Und es kommt dazu, dass schließlich Severian selbst diesen Gegner dann für seine Taten hinrichten soll. Es stellt sich heraus, das war Agilus, also der Ladenbesitzer, der Bruder von Agia. Und vermutlich haben Agilus und Agia versucht, Severian in eine Falle zu locken, zu diesem Duell, um dann, wenn er tot ist, ihm das Schwert Terminus Est abzunehmen. Sie haben also geplant, ihn zu ermorden und ihn zu bestehlen. Nun ist es aber so durch die Umstände dazu gekommen, dass Severian Agilus hinrichten soll, ihn mit dem Schwert Terminus Est enthaupten soll, weil das ja auch seine Aufgabe ist als Folterer oder eben Henker in dieser Gesellschaft. Mysteriös ist natürlich die Wiederauferstehung von Severian, nachdem es so aussah, als wenn er bei dem Duell schon gestorben wäre. Das erklärt sich durch etwas, das noch einige Zeit vorher passiert ist. Dort sind nämlich Agia und Severian, als sie auf dem Weg zum Botanischen Garten waren, in das Zelt der Pelerinen sozusagen gerast. Sie hatten einen Unfall. Die Pelerinen, das ist so ein religiöser Orden. Und offenbar hat Agia dort einen Gegenstand gestohlen und Severian heimlich in die Stiefel gesteckt. Und das ist ein ganz wichtiger Gegenstand, nämlich die Klaue des Schlichters, the Claw of the Conciliator. Severian wusste gar nicht, dass er die dabei hat, aber vermutlich war es diese Klaue des Schlichters, die dazu geführt hat, dass er nicht gestorben ist, beziehungsweise wieder auferstanden ist, dass er jedenfalls noch am Leben ist. Nun kommt es eben zu der Hinrichtung von Agilus und Agia ist natürlich jetzt auch verärgert, so, weil der Plan nicht geklappt hat, dass sie Severian umbringen und bestehlen können. Und einige Zeit später will Severian seine Reise dann fortsetzen, also wie geplant in die entfernte Stadt Thrax reisen, um da als Liktor zu arbeiten, wie es ihm vorgegeben wurde durch die Gilde der Folterer. Und Dorcas begleitet ihn auch. Sie gehen also dann zum Tor der Stadt Nessus. Da ist eine ganz große Mauer, die auch noch interessant ist. In der Mauer sind so Räume oder Gänge, in der seltsame Wesen sich befinden, die halb wie Menschen oder wie Tiere aussehen, so wie Menschen mit Tierköpfen oder ähnliches. Das wird nicht ganz genau beschrieben, aber offenbar geht da auch noch irgendetwas Seltsames oder Unheimliches vor. Schließlich verlassen sie also die Stadt Nessus und begeben sich weiter auf den Weg. Und dann treffen sie zufällig wieder auf Dr. Talos und Bald Anders und ihre Truppe, ihre Theatergruppe. Und ja, dann wollen sie eventuell doch noch in diesem Theaterstück mitwirken. So endet aber auch schon der Roman Der Schatten des Folterers, denn es handelt sich ja um eine Romanreihe. So, also ursprünglich waren drei Romane geplant, dann wurden vier daraus, später gab es noch einen fünften, der nicht von Anfang an geplant war. So, aber dieser erste Roman Der Schatten des Folterers ist dann zu Ende mit diesem Auszug Severians aus Nessus in die weitere große Welt hinaus. Severian wendet sich als Ich-Erzähler gegen Ende des ersten Romans an den Leser und sagt bzw. schreibt: Hier halte ich inne. Wenn du nicht mehr mit mir gehen willst, Leser, kann ich's dir nicht verübeln. Es ist kein leichter Weg. Der Schatten des Folterers ist der erste Roman in einer Romanreihe.
Also ich zeige dir jetzt mal hier der Reihe nach. Der Schatten des Folterers, wie gesagt, der erste Roman von 1980. Und dann jeweils so ein Jahr später folgten die Romane Die Klaue des Schlichters, The Claw of the Conciliator, Das Schwert des Lictors, The Sword of the Lictor und Die Zitadelle des Autarchen, The Citadel of the Autarch. Damit sollte eigentlich die Romanreihe abgeschlossen sein. Und insgesamt heißt die Romanreihe dann Das Buch der neuen Sonne, also The Book of the New Sun, wie auch das Werk oder das Buch oder diese mythologischen Legenden, die es auch innerhalb der Welt als Roman oder als Buch gibt. Dann kam aber einige Zeit später noch ein weiteres Buch heraus, nämlich Die Urt der neuen Sonne, The Earth of the New Sun. Das hatte Gene Wolfe nicht von Anfang an geplant, aber mit dem Verlag und aufgrund einiger Fragen, die noch sozusagen offen waren, wurde dieser Roman auch noch geschrieben. Ja, im Englischen sind die Romane des Buchs der neuen Sonne, The Book of the New Sun, unter anderem in dieser Form gesammelt. Die ersten beiden Romane in diesem Sammelband, Shadow and Claw, und der dritte und vierte Roman dann in dem Sammelband als Sword and Citadel, zwei Romane. Und den fünften Roman, also The Earth of the New Sun, habe ich hier noch in der Original-Hardcover-Ausgabe von 1987 ist das. Später ist noch ein englischer Sammelband mit Erzählungen erschienen. Shadows of the New Sun. Und da sind noch zwei Kurzgeschichten oder kurze Erzählungen von Gene Wolfe enthalten und ansonsten Erzählungen von anderen Autoren, die praktisch Gene Wolfe die Ehre erweisen und ja, Geschichten in seinem Stil, Stories in Honor of Gene Wolfe als Hommage an ihn und seine Welt des Buchs der neuen Sonne verfasst haben. Der Schatten des Folterers ist ein interessanter Roman, nicht nur wegen seiner spannenden und fantastischen Handlung, sondern auch wie als Literatur, wegen dem Stil. An dem Roman und der Romanreihe ist interessant, dass der Protagonist eben der Ich-Erzähler ist und dass er auch als unreliable narrator bezeichnet wird, also als unzuverlässiger Erzähler. Es scheint so, dass er nicht immer alles weiß oder nicht immer alles richtig ehrlich darstellt, sondern man kann als Leser dann rätseln und überlegen, wie könnte es sich eventuell etwas anders verhalten haben oder was bedeuten bestimmte Dinge, die nicht so eindeutig und klar ausgesprochen werden, sondern mehrdeutig sind und offen gelassen werden. Als Folterer und späterer Autark ist Severian ja auch nicht von Anfang an eine sympathische Figur. Also er ist ja ein Folterer, übt Gewalt aus, hat aber eben nichts anderes gelernt. So. Und da man seine Lebensgeschichte schon von der Kindheit an erfährt, kann man trotzdem Verständnis für ihn haben. Und er ist auch keine einseitig gute oder böse Figur, sondern ja, man kann überlegen, wie man ihn beurteilt und wie man ihn bewertet, erfährt aber auf jeden Fall sehr vieles aus seiner Lebensgeschichte und seine Gefühle und seine Begegnungen mit anderen Figuren. Und Gene Wolfe verwendet auch eine interessante Sprache bzw. interessante Worte, bestimmte Namen, die einen griechischen oder lateinischen Ursprung haben und somit eine gewisse Vertrautheit oder Erfahrung vielleicht mit diesen Wortursprüngen mit sich bringen, aber auch exotisch sind und eben etwas Fremdartiges, was wir heute so vielleicht gar nicht kennen, in interessanter Weise darstellen und vermitteln sollen. Also zum Beispiel verschiedene Tierarten oder Pflanzen, die es heute vielleicht gar nicht so gibt, aber in ferner Zukunft, sei es durch Evolution oder durch Gentechnik, dann gibt, die vielleicht so ähnlich sind wie ein Hund oder so ähnlich sind wie ein Pferd, aber doch auch etwas anderes. Und für fast alle Figuren verwendet Wolf die Namen von katholischen Heiligen, die hauptsächlich auch gar nicht so bekannt sind. Also manche sind vielleicht etwas bekannter wie die heilige Katharina, St. Catherine, die eine wichtige Rolle spielt. Aber alle Figuren und Nebenfiguren, oder fast alle, haben eigentlich die Namen von katholischen Heiligen, wobei das gar nicht unbedingt notwendig ist, diese Ursprünge zu kennen, um die Geschichte und die Handlung zu verstehen. Teilweise kann es aber schon interessant sein, vielleicht sich mit den Wortursprüngen mal etwas genau zu beschäftigen. Interessant und reizvoll ist es auch, diese ferne Zukunftswelt durch die Ich-Erzählung von Severian kennenzulernen. Denn er erklärt ja dem heutigen Leser nicht, was es da für eine Welt gibt, so, weil er selbst in der Welt lebt.
Und er muss halt nicht erläutern, wie es dazu gekommen ist und was in dieser Zeit so selbstverständlich ist. Beziehungsweise was er weiß oder was er vielleicht über bestimmte Zusammenhänge auch nicht weiß und was später vielleicht herausgefunden wird, bis hin zu bestimmten Verwandtschaftsverhältnissen und anderen mysteriösen Dingen, die da im Hintergrund vorgehen. Es wird zum Beispiel erst nach und nach deutlich, dass es eben schon viele Hochtechnologien gab und große Zivilisationen, die in dieser Zeit aber vergessen sind, in der es dann eher so wie in einer mittelalterlichen oder antiken Kultur zugeht. Zum Beispiel gibt es Hinweise darauf, dass der Turm, in dem die Folterer leben und andere Türme auch in der Nähe, eigentlich Raketen sind. Also zurückgelassene, dort stehende Raketen, Raumschiffe, die sich auf einem Raumhafen befinden, dessen Räumlichkeiten dann auch die unterirdischen Gewölbe dort bilden. Und das ist schon mal Raumfahrt und Kontakte zu anderen Zivilisationen und Außerirdischen gab. Als Severian die Bücher für Tekla aus der Bibliothek besorgen soll, geht er zum Beispiel auch durch einen Gang, in dem ein Kurator alte Gemälde reinigt. Und da wird etwas beschrieben auf einem Bild, das gerade gesäubert wird, dass dort ein Ritter in weißer oder silbern glänzender Rüstung in einer Wüstenlandschaft steht und eine Standarte hält. Und das kommt Severian seltsam vor, weil zu seiner Zeit der Mond viel dichter an der Erde dran ist und grün ist. Und er hört, das soll irgendwas mit dem Mond zu tun haben. Aber in unserer Zeit ist natürlich der Mond ja unbelebt und unbewohnt. Und das könnte ein Bild, ein Gemälde oder ein Foto der Mondlandung gewesen sein. So, aber daran kann sich diese Zivilisation in der fernen Zukunft nicht mehr direkt erinnern. Es gibt aber noch diese Überbleibsel offenbar. Also es kann jetzt auch nicht viele Milliarden Jahre in der Zukunft spielen oder selbst Millionen Jahre. Das wäre eigentlich in diesem Zusammenhang dann unwahrscheinlich. Aber vielleicht 20.000 Jahre in der Zukunft, sage ich mal so. Da hat sich natürlich die Geschichte schon weiterentwickelt. Also das Kleinerwerden und Ersterben der Sonne ist vermutlich nicht durch die physikalischen, astronomischen Zusammenhänge zustande gekommen, die erst in vielen Millionen oder Milliarden Jahren so wären, sondern da muss es schon Techniken gegeben haben, irgendeinen Einfluss der Menschheit auf die Sonne, dass es nun zu diesem Verdunkeln der Sonne kommt. Und wie gesagt, der Mond ist terraformt worden, dort gibt es grüne Pflanzen, er ist dichter an der Erde dran, er scheint also größer und grün. Und dass nun dieses Bild dort eine Szene auf dem Mond darstellen soll, ist deshalb aus Severians Sicht seltsam oder unwahrscheinlich oder unglaubwürdig. Aber wenn man das so ein bisschen drüber nachdenkt, sind sich eigentlich alle Leser oder Leute, die das interpretiert haben, nach einiger Zeit einig, das muss ein Bild von Armstrong bei der Mondlandung gewesen sein, mit der amerikanischen Fahne, die dort auf dem Mond steht. Und solche Dinge offenbaren sich dann teilweise, vielleicht auch noch nicht mal beim ersten Lesen, sondern beim zweiten Lesen oder nach und nach oder wenn man noch mal ein bisschen drüber nachdenkt oder sich darüber beschäftigt oder Sekundärliteratur oder Podcasts über diese Romane hört. So erklärt Tekla zum Beispiel etwas oder erzählt etwas, was sie als kleines Mädchen im Haus Absolut, also im Regierungssitz des Autarken und der adeligen Hofgesellschaft erlebt hat, beziehungsweise was dort ihr ein anderes Mädchen noch erzählt hat, was sie erlebt haben will. So, Father Enea ist dort ein ganz wichtiger Berater, sowas wie ein Wissenschaftler, eventuell Zauberer, ein ganz wichtiger Berater des Autarken. Also, das ist alles ein bisschen mysteriös, wer der Autark überhaupt ist und wer nun dieser Father Enea ist. Aber dort hat ein Mädchen erzählt, dass es dort einen Raum mit Spiegeln gibt. So, mit 8 Spiegeln, die so angeordnet sind. Und wenn dort bestimmte Effekte vorkommen, bestimmte Lichtstrahlen und Effekte, dann gibt es dort offenbar so etwas wie Teleportation. So. Eine bestimmte Technik, die man physikalisch vielleicht auch noch genauer erklären kann, inwiefern das tatsächlich so möglich ist. So, aber offenbar gibt es da bestimmte Technologien wie Teleportation, eventuell Zeitreise, eben Raumfahrt und ähnliches, das hauptsächlich aber zu der Zeit schon vergessen ist. So, es kann aber doch noch im Hintergrund oder in bestimmten Zusammenhängen irgendwie eine Rolle spielen, dass es bestimmte Waffen gibt, die erstmal wie Lanzen aussehen, das sind dann mal Laserwaffen so, und ähnliches. Und im weiteren Verlauf der Romanreihe erschließt sich diese Welt immer mehr, auch durch die Erzählungen aus dem Buch The Wonders of Earth and Sky. Das sind an sich auch einzelne Erzählungen, so teilweise etwas märchenhaft, teilweise etwas mythisch, die aber auch eine Rolle für die Handlung spielen können und die nochmal anders beleuchten oder eben die weitere Welt dieses Romans erschließen. Und da einige Hintergrundinformationen oder Hinweise geben.
so dass das Ganze auch auf der Ebene, abgesehen mal von einer spannenden, geradlinigen Handlung, auch rätselhaft ist und literarisch und für die Interpretation viele Möglichkeiten zulässt. Der Schatten des Folterers, The Shadow of the Torturer von Gene Wolfe, ist also eine sehr große Empfehlung für alle, die sich vor allem auch für Science Fiction und Fantasy und literarisch anspruchsvolle Werke interessieren. Ich kann auch die ganze Romanreihe, das Buch der neuen Sonne, The Book of the New Sun, sehr empfehlen, mit den vier bzw. dann zusätzlich insgesamt fünf Romanen. Und Gene Wolfe hat später sogar noch einige andere Romanreihen geschrieben, die locker auch mit den Romanen des Buchs der neuen Sonne verknüpft sind, also die gewissermaßen im gleichen Universum spielen. Und zwar ist das dann die Buchreihe Das Buch der langen Sonne, The Book of the Long Sun, mit vier Romanen, das hauptsächlich in einem riesigen Generationenraumschiff spielt, das von der Earth, also der Erde, dieser fernen Zukunftswelt, wohl irgendwann mal gestartet ist und dann aber über, ich glaube, 100 Jahre so durch den Weltraum reist, bis es zu einem gewissen Ziel kommt. Und innerhalb dieses Generationenraumschiffs, das The Whirl genannt wird, gibt es dann eben auch bestimmte Städte und Kulturen und Zivilisationen, die teilweise etwas über ihre Herkunft wissen, teilweise wissen sie das nicht mehr oder es wird später etwas aufgeklärt und aufgedeckt und da gibt es dann alle möglichen spannenden, abenteuerlichen Erfahrungen, bis schließlich das Ziel dieses Generationenraumschiffs gefunden wird. Und dann gibt es noch eine weitere Romanreihe, die heißt Das Buch der kurzen Sonne, also im Englischen The Book of the Short Sun. Das ist, glaube ich, im Gegensatz zu dem vorherigen Roman gar nicht ins Deutsche übersetzt worden bisher. Aber The Book of the Short Sun sind nochmal drei Romane, wo dann die Siedler aus dem Whirl auf zwei Welten namens Blue und Green landen und da wiederum viele Abenteuer erleben und alle möglichen Zusammenhänge und mysteriösen Dinge wieder vorkommen und sich weiterentwickeln. Also eine ganz große Empfehlung. Das Buch der neuen Sonne, The Book of the New Sun, mit dem ersten Roman, Der Schatten des Folterers, The Shadow of the Torturer. Damit kann man mal anfangen. Und wenn einen dann diese Welt interessiert und man eben doch auf diesem Weg noch weitergehen möchte, auch wenn das kein leichter Weg sein wird, dafür empfehle ich ganz stark die Romane von Gene Wolfe. Das war's für heute mit der Empfehlung der Romane von Gene Wolfe, vor allem Der Schatten des Folterers, The Shadow of the Torturer und der ganzen Romanreihe Das Buch der neuen Sonne, The Book of the New Sun. Viel Spaß beim Lesen und tschüss, bis zum nächsten Mal von der Star Fox Bücherbox.